Er ist ein Entertainer, so wie ich. Und so dick im Geschäft, so wie ich. Und mich kann er gut parodieren. Und auch als Karikaturist und Zeichner ist er gar nicht mal so unbegabt. So let's open the door for Mr. Jörg Knorr. Jörg Knorr. Jörg Knorr. Hier ist der Entertainer Jörg Knorr. Showmaster. Als er vor 30 Jahren anfängt, will er so sein wie er. Rudi ist sein Mentor. Von ihm lernt er das Handwerk des Showmasters. Inzwischen hat er selbst viele erfolgreiche Sendungen moderiert, parodiert und karikiert. Eben noch auf der Showbühne, jetzt schon ein Rudigramm. Sein Merkmal: Vielseitigkeit. Auch als Sänger. Immer wieder zur Handtags kommt ihr immer. Oh. Ihr lockt mich immer wieder raus ans Licht. So steht's geschrieben. Kalender bei den Maya, düstere Prognosen bei den Maya. Ich sag nur yes, I can. So, das glaubst du nicht, das glaubst du nicht. Wenn ich Kaffee trinke, wisst ihr, was dann passiert? Ich kann abends nicht schlafen. Und bei meiner Freundin, kennst du, wisst ihr, da ist es umgekehrt. Wenn die schläft, da kann sie keinen Kaffee trinken. Das kann sie nicht. Das kann sie nicht. Jörg Knörr ist bei uns. Comedian, Kabarettist, kann man fast sagen. Ne? Humorist. Alles passt. Parodist. Ja. Hab ich noch was vergessen? Komiker. Musiker. So schön. Und als Zeichner macht Jörg Knörr von sich reden. Sein Markenzeichen aber sind Promi-Parodien. Weltfrauentag, das ist mir wichtig. Und darum habe ich mir auch extra die Nägel lackiert. Und wenn dann auch noch die Scheune brennt, dann die Tiere, die Kühe, der Bauernhof, die ganze Stadt brennt. Ja, und dann alles verkohlt ist und die Menschen sind alle mega tot. Selbst dann würde ich dich noch scheiße finden. So, pass auf, so macht man das mit dem Löwen und nimmt das Stück Brot, Le Pain, und dann so, Gucci, Gucci. Mit Prada geht das nicht. Hast du den mal kennengelernt? Ja, klar, habe ich ihn kennengelernt, als er noch mein Gewicht mehr hatte. Das war ganz nett, ne? So. Es gab mal so einen schönen Spruch von meinem Idol, also meinem ersten Vorbild, und hinterher aber auch Kollegen, Rudi Carrell, der mal sagte, das gilt übrigens jetzt auch für die Karikatur, er sagte, Jörg, weißt du, Karikatur und Parodie ist dasselbe, ja? Dasselbe Prinzip, die Leute können erst über einen Esel lachen, wenn sie davor ein Pferd gesehen haben. So, bitte mal lachen. Ja, sehr schön. Okay. Ja. Na gut, dann lache ich jetzt mal noch so ein bisschen. Und damit wir alle lachen können, gucken wir uns einfach mal so ein paar Ausschnitte an von Jörg Knörr in Aktion. Plötzlich schiebt sich ein schwarzer Schatten über alle Passagiere. Du denkst, oh, 747, nein! Rainer Kallmund. Ich bin im Himmel angekommen, Kind. So, jetzt nehme ich das auch noch mal. Ich weiß es auch nicht. Scheiß Zeug, das muss ich als Kind immer essen. Ich hasse das. Ich hasse das. Estefania, ich hab dich immer noch lieb. Du hast... Estefania, es bleibt dabei. Du hast unheimlich schöne Augen. Aber davon wird die Küche auch nicht sauber. Hör jetzt auf. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und einen geilen Arsch hast du auch. Kleine Rauchentwicklung. Achtung. Oh, ein neuer Papst kommt. Es gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, bist du blöd. Aber hey, jetzt kriegst du von mir 100 Punkte. So spontan. Echt der Hammer. Gesegnete Mahlzeit, mein Bruder. Aber jetzt, Helmut Schmidt, bitteschön. Die Zigarette im Studio. Ich sag mal, Loki sagt zu mir, sie sagt, ich wäre wie ein Vulkan. Nicht so viel Temperament, aber zumindest so viel Asche. Die allerletzte Zigarette, die hätte ich mir für später auf.
Wenn da drauf steht, meine Herren, Rauchen macht impotent, wer von Ihnen fühlt sich da betroffen? Mal Handzeichen. Guck mal, einen Arm kriegen Sie auch schon nicht mehr hoch, ne? Ich mal auf Wände, Bau! Ich mal auf Stoff und Papier, mein Vis-a-vis, wie den Gerd heute hier. Bekannte Nasen sind nur eitel und trar, doch was ich möchte, Gerd, ist auch das Echte schon Endspurt. Nur echte Menschen sind mir nah, schubididai, und darum, naja, ist der Gerd für mich ein Star. Wir haben ein Mann über 1,80, ist ein guter Kartenständer. Bitte einmal zeigen, Gerd, wenn Sie schon so groß sind, machen Sie einmal auch hier in die Ecke. Gerd Heidkamp aus Düsseldorf. Original und Fälschung. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Schlussnummer mit seinem Saxophon-Solo. Muss sagen, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich habe den ganzen Abend nur gelacht. Und das Schlimme daran ist, dass man sich die ganzen Gags nicht merken kann.